Ja, liebe Freundinnen und Freunde des Fantastischen, willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem YouTube-Channel. Heute geht es mal um die Bibel und zwar um die Sintflut und da ganz speziell um die Arche Noah und noch spezieller um eine sehr seltsame Darstellung der Arche Noah in einer Taufkapelle in Florenz. Aber wie ihr wisst, in der Bibel wird ab dem 6. Kapitel des Buches Genesis die Geschichte erzählt, wie boshaft die Menschheit war und die Gottessöhne oder Göttersöhne, die kamen vom Himmel, zeugten mit den Menschentöchtern Kinder und alles war ganz schlecht. Und das sah dann Gott im Himmel und er wollte alle Menschen vernichten, außer Noah und seine Familie. Das waren dann insgesamt 8 Personen. Und dann lesen wir im Buch Genesis im 6. Kapitel ab Vers 14 so eine kleine Bauanweisung von Gott für eine Arche, in dem Noah alle retten soll, alle Tiere und eben seine Familie, wenn die Sintflut kommt und alle Sünder ausgemerzt werden. Da steht, die Arche wäre 300 Ellen lang, 50 Ellen breit und 30 Ellen hoch gewesen, aus Holz, musste mit Pech abgedichtet werden. Das ist so ganz grob 150 Meter lang, 25 Meter breit. Das ist vielleicht vergleichbar mit der deutschen Fregatte Hessen aus Wilhelmshaven, ein Schiff von der Bundesmarine, ihr seht es ja hier an den Bildern, die ist 143 Meter lang und so etwas größer soll die Arche Noah gewesen sein. Ja, und die Künstler im Mittelalter haben da ja die wildesten und verrücktesten Darstellungen, die ihr hier im Laufe des Videos ja immer eingeblendet seht, zu Papier gebracht oder zu Gemälde gebracht, wie sie sich die Arche Noah so vorstellen. Diesen Kasten von 150 Meter Länge oder vielleicht sogar etwas mehr, etwas weniger, je nachdem wie groß man jetzt annimmt, welche Elle gemeint ist. Ich gehe immer einfacher halber, auch beim Thema Bundeslade, von 50 cm aus. Ja, aber das ist schon eine faszinierende Story, so mit der Sintflut, die gibt es ja weltweit und überall wird erzählt, ein Paar überlebte oder ein Geschwisterpaar überlebte oder ein Stamm überlebte. Das ist von den Fidschi-Inseln bis Brasilien ist sowas überall zu finden. Die Vorlage dieser biblischen Geschichte von der Sintflut und der Arche Noah stammt ja, das ist wahrscheinlich jedem von euch bekannt, aus dem Gilgamesch-Epos. Da auf der 11. Tafel, blende ich euch gerade ein, im Britischen Museum ist sie zu bestaunen, wird auch eben beschrieben, dass ein Schiff gebaut werden soll, dass es abgedichtet werden soll. Es hat 7 Stockwerke, in der Bibel steht, was von 3 Stockwerken und einem Fenster und einer Tür. Und da wird allerdings gesagt, dass es ein Würfel war. Das ist besonders interessant. 60 Meter Kantenlänge, ein Riesenwürfel. Ich glaube, über 200.000 Kubikmeter hat der. Und da ist nichts von einem Schiff die Rede. Ein älteres Epos noch erzählt von einem kreisrunden Schiff von bei den Sumerern. Aber das waren eben die Vorlagen der Bibel. Wie und ob es die Arche gab, wie sie aussah, alles natürlich sehr fraglich, aber anhand der Bibel ist es eigentlich sehr einfach nachzuvollziehen. 150 Meter Länge, 25 Meter Breite, 15 Meter Höhe. Eben ein großes Schiffchen. Ich glaube, die sehr bekannte AIDA, da gibt es verschiedene, sind 250 Meter lang, also noch 100 Meter mehr. Aber seltsam, warum die Künstler solche verrückten Darstellungen angefertigt haben. Michelangelo, hier blende ich mal was von der Sixtinischen Kapelle ein, hat übrigens die Arche mehr als Kasten gemalt. Sehr seltsam. Aber noch seltsamer ist es, was ein Zeitgenosse von Michelangelo in Florenz gemalt hat. An der Taufkapelle San Giovanni des Dom von Florenz, eben in Italien, da findet sich eine Paradiespforte, Himmelspforte kann man nicht sagen, sie nennt sich Paradiespforte. Die wurde 1425 von einem Künstler angefertigt und zwar von einem Lorenzo Ghiberti oder wie man den ausspricht, ich blende den mal hier ein mit dem Namen. Italienisch kann ich ja kein bisschen, außer vielleicht Avanti. Naja, oder ist das Spanisch? Ach, egal. Ja, auf jeden Fall gibt es auf dieser Paradiespforte an der Ostseite, das Osttor dieser Taufkapelle des Doms von Florenz, eine Darstellung aus Bronze. Das sind eigentlich 10 Darstellungen, die beginnen mit Adam und Eva und dem Sündenfall, das Paradies. Dann die zweite Darstellung ist Kain und Abel. Und natürlich auch, wie dann dort es zum Brudermord gekommen ist. Die dritte Darstellung ist dann die Arche Noah, die Sintflut und die Opferung nach der Sintflut. Komme ich gleich eben drauf zu sprechen. Dann gibt es Abraham und sein Sohn Isaac, Jakob und Esau, Josef und Benjamin. Dann Mose und die 10 Gebote, Josua gibt es eben den
Kriegsführer des Exodus, wie er angeblich Jericho eingenommen hat. Dort ist auch die Bundeslade zu sehen. Dann König David und als letztes König Salomon und die Königin von Saba. Eben 10 Darstellungen. Ihr seht es ja wunderschön an den Bildern, die ich hier zeige. Aber Bild 3 ist eben interessant. Da sieht man die Arche Noah. Mehr oder weniger die Arche Noah, denn man sieht 8 Personen, die nach der Sinnflut aus einer Pyramide kommen. Da fragt man sich natürlich, wieso hat 1425 der Künstler so eine verrückte, bekloppte, in Anführungszeichen, Darstellung der Arche Noah angefertigt, die ja nun wirklich nichts mit einem Würfel im Gilgamesch-Epos, das war da ja auch noch unbekannt, aber überhaupt keine Ähnlichkeit hat mit dem, was in der Bibel steht, von einem 150 Meter langen Schiff, sondern ganz klar eine klassische Pyramide in den Proportionen der großen Pyramiden von Ägypten, zum Beispiel der Cheops-Pyramide oder eben der Mykerinos-Pyramide, der kleinsten von Gizeh, dort bei Kairo. Warum hat er so etwas angefertigt? Völlig verrückt. Hier könnte man von Verschwörungen ausgehen. Er wusste mehr und mit der Sintflut und all so etwas. Da sind auch Punkte, ich zeige es nochmal, auf dieser Pyramide drauf. Da könnte man vielleicht einen geheimen Code vermuten. Ich beteilige mich an diesen Spekulationen jetzt mal nicht so. Aber Michelangelo war ein Zeitgenosse dieses Künstlers und er sagte, ich zitiere mal, sie ist würdig, die Pforte des Paradieses zu schmücken. Damit meint er dieses Kunstwerk mit den 10 Darstellungen. Aber ich habe da wochenlang immer mal wieder daran nachgedacht, mir kommt es einfach nicht in den Sinn, warum, auch wenn er künstliche Freiheiten hatte, er hat nämlich vorher schon einige Darstellungen angefertigt von, ich habe hier gerade Besuch bekommen, ich sag mal hallo, einige fragten von euch nämlich, ob es sie noch gibt, ja, die gibt es. Ja, aber er hatte vorher schon an der Taufkapelle vom Dom von Florenz einige Kunstwerke angefertigt und eben wurde ihm dann der Auftrag erteilt und ihm wurde etwas künstlerische Freiheit gelassen. Aber von einer künstlichen Freiheit 1425 von Darstellungen aus dem Alten Testament über die Arche Noah zu einer perfekten Pyramide, die sieht auch gemauert auf den Bildern aus, zu kommen, also das ist mir vollkommen schleierhaft. Wer weiß, was er sich dabei gedacht hat. Eine klassische ägyptische Pyramide als Arche Noah, man sieht auch eine Tür dort, darzustellen. Sie unterscheidet sich vollkommen von all dem, was ich hier so einblende, von den mittelalterlichen Darstellungen, wie sich die vom Künstler der Arche vorgestellt haben. Ich weiß nicht, ich kannte diese Darstellung vorher nicht, bin dann nur drauf gestoßen, als ich mir alte Kunstwerke angesehen habe. Mysteriös. Ich hoffe, ihr fandet das auch sehr mysteriös, diese Darstellung, die ich euch da gezeigt habe, über die Arche Noah, und vielleicht habt ihr eine Idee, warum die so dargestellt wurde, wie sie ist in Florenz in Italien. Das könnt ihr mir gerne hier unten unter posten. Abonniert mich übrigens auch bei Facebook, facebook.com/mysteryfiles. Da poste ich auch immer wieder News, nicht nur meine Videos, auch andere Artikel, die nicht nur von mir stammen. Und gebt mir einen Daumen hoch, abonniert mich, kommentiert fleißig, beachtet die Videotipps. Und damit sage ich mal Tschüss hier aus der Sonne, euer Lars.